Jo Leute, wir sind jetzt hier bei mir im Garten. Wir spielen Fußball wie täglich. Er hat jetzt angefangen, im Verein Fußball zu spielen und deswegen müssen wir ihn fördern. Mein Team ist schon bereit. Hallo? Bist du bereit? Bist du im Sturm oder im Tor heute? Oder Auswechselbank? Alles klar. Familie ist ganz klar an Stelle Nummer 1. Dann kommt erstmal lange nichts. Sieht man ja, gell? Ja. Geht nichts über Familie. In erster Linie will ich natürlich ein Vorbild sein. In jeder Lebensart, Weise, wie auch immer, immer beistehen, um natürlich Tipps zu geben, wie es vielleicht einfacher laufen kann. Aber in erster Linie will ich nicht allzu streng sein, was manchmal ein bisschen schwerfällt, wenn man natürlich jahrelang Profisportler war und jetzt langsam geht es bei ihm los. Er geht zum Kampfsport, er geht zum Fußball. Da ist man natürlich mit einem anderen Blicken wie normale Eltern, sage ich mal, dann da und versucht dann natürlich, das gleich so umzusetzen, als wäre ein Profi. Und das ist natürlich manchmal falsch von mir, aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, wenn er zu mir kommen würde und sagen, ich will Profisportler werden, egal was es jetzt ist, natürlich dann in erster Linie würde es mich natürlich riesig freuen und natürlich ihm bei allem dann ja, beiseite zu stehen. Wenn er sagen würde, er will kämpfen gehen, MMA-Profi, würde ich ihn doch erstmal versuchen, vielleicht in die Fußballschiene reinzudrücken. Aber am Ende ist es ja seine Entscheidung. So ist Boxen und so ist Fußball. Gott sei Dank. Für ihn selber natürlich. Ja, Talent hat er. Wenn ich nicht treffe, ich bin Fußballfan, guck viel Fußball, ich gehe regelmäßig ins Stadion hier zu der Eintracht. Fußball ist schon immer in meinem Leben gewesen und das wird auch nie weggehen. Ich war ja in meinen jungen Jahren meines Lebens, war ich ja selbst Fußballprofi. Natürlich gehe ich nochmal kicken, aber jetzt nicht mehr so regelmäßig, wie ich das früher gemacht habe. Der Körperbau und alles hat sich ein bisschen verändert, das Gewicht hat sich verändert. Der Unterschied zwischen Fußballtraining und dem MMA-Training, das sind, würde ich sagen, Welten. Der Marktwert MMA-Profi Christian Eckelin, wenn ich jetzt heute verkauft werde ins Ausland, 110 Millionen, 115 Millionen? Sowas, denke ich, in dem Dreh. Christian Jungwirth war ja, ich glaube, er hat A-Jugend-Bundesliga gespielt oder wie auch immer. Ich weiß, ich habe, jetzt glaube ich auch Jahrgang 86, aber ich habe mir auf der Aufstellung damals, wo ich Bundesliga gespielt habe, habe ich ihn nicht gesehen. Ich glaube, er war Torwart. Wird ja gut passen, habt ihr gesehen, meine Schusskünste. Ich denke, von 10 Bällen mache ich 9 rein. Ja, wenn ich sehe, was Freunde jetzt speziell von mir als Bundesliga-Profis oder im Ausland als Fußballprofi verdienen und wie jetzt als MMA-Kämpfer, ist es schon in einer gewissen Weise unfair, wenn man den Aufwand sieht, was wir da leisten, was wir da wirklich tagtäglich zweimal Training, was wir alles opfern müssen. Müssen die Fußballer natürlich auch, aber die haben dann doch so ein Stück weit ein besseres Leben wie wir. Octagon spielt eine sehr große Rolle mit spezieller Entwicklung hier in Deutschland. Wirklich mit Abstand das Beste, was ich in meinem Leben erlebt habe, war zweimal in Frankfurt zu kämpfen vor vollem Haus. Und ich denke, das sagt alles dann am Ende. Dann kam Octagon mit dem Gamechanger-Turnier um die Kurve, sage ich mal. Das Turnier, wo es um 1 Million geht. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz andere Liga. Kann man nicht mit irgendwelchen anderen Organisationen hier in Europa vergleichen. Ich persönlich, ich spreche jetzt nur von mir, einen Riesendank an André und Pavel sagen, dass die mir das ermöglicht haben, aber auch komplett Deutschland, so eine Riesenshow aufzuziehen und so ein geiles Turnier ins Leben gerufen zu haben.